Schönen guten Morgen. Mein Name ist Günter Müller. Ich bin der Geschäftsführer der EWM Technologie, der EWM GmbH. Und ich freue mich sehr herzlich, Sie am EWM Technologietag begrüßen zu dürfen. Wir haben mehr als 100 Anmeldungen zu dieser Veranstaltung und denke, dass dies ein sehr schöner Erfolg ist. Zunehmend kommen die Teilnehmer online dazu und freue mich, gemeinsam mit dem Johannes Gradinger Sie nun in den Technologietag 2022 führen zu dürfen. Dieses Foto entstand 2019 zum 25-jährigen Jubiläum. So, jetzt hallo, ich bin auch da. Wir haben da mit der Präsentation ganz kurz nur ein Thema, aber jetzt sollte man das Ganze wahrscheinlich in den Griff bekommen. Hoffe ich zumindest. Ja. Nein. So. Ja, und noch einmal. So, machen wir mal. Bildschirm zur Freigabe. Jetzt geht's. So, sorry, die Tücke eines neuen Werkzeugs. Wir haben umgestellt auf Zoom und sind da nicht so sattelfest. Dieses Foto entstand 2019. Das war unser 25-jähriges Firmenjubiläum. Hier haben wir uns mit sehr vielen Kunden gemeinsam in Wien getroffen und haben das letzte Mal gemeinsam einen Technologietag gefeiert. Seither haben die Veranstaltungen online stattgefunden. Ich darf aber schon jetzt vorwegnehmen, nächstes Jahr werden wir uns wieder treffen und ich freue mich heute schon darauf. EWM steht für Erfahrung, Beratung und Mehrwert. Das ist uns deswegen wichtig, weil wir gemeinsam Projekte mit Ihnen erfolgreich umsetzen möchten. Und da ist nicht nur die Erfahrung wichtig und die Beratung, sondern eben auch der Mehrwert, der sich für Sie als Kunde ergibt, wenn er mit uns ein Plattformprojekt realisiert. Weil wir nicht nur sehr viele Bestandskunden heute in dieser Online-Veranstaltung haben, sondern auch viele neue Kunden und neue Interessenten, möchte ich die EWM ganz kurz vorstellen. Wie Sie sehen, es gibt uns in der Zwischenzeit seit 28 Jahren. Wir sind ein Team von nahezu 30 Mitarbeitern. Wir betreuen rund 300 Kunden in Österreich, aber auch international. Wir sind zertifizierter Schulungspartner von Dassault Systems und dürfen auch Zertifizierungen für bestandene Schulungen und Prüfungen ausstellen. Und wir machen rund 6,5 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Unser Fokus liegt auf den Lösungen von Dassault Systems. Begonnen hat alles mit CATIA. In der Zwischenzeit ist SolidWorks, ist Denovia dazugekommen oder auch der Simulationsbereich. Und all diese Lösungen werden Sie in der Zwischenzeit schon festgestellt haben. Die sind zusammengefasst in der 3D Experience Plattform. Und wir haben in der Zwischenzeit schon mehr als 30, 35 3D Experience Projekte gemeinsam mit Kunden realisiert, sowohl auf der Cloud als auch On-Premise. Ganz kurz, wie läuft bei EWM so ein Plattformprojekt ab? Wir analysieren mit Ihnen gemeinsam die Ist-Situation, versuchen Ihre strategischen Ziele zu verstehen und wie wir sie beim Erreichen dieser strategischen Ziele durch den Einsatz der Plattform unterstützen können. Wir schulen Ihre Key-User, um ein gemeinsames Verständnis und eine gemeinsame Sprache zu haben, und entwickeln ein Umsetzungskonzept, damit Ihre Ziele auch erreicht werden können.
In der Umsetzung setzen wir auf ein Phasen- und Meilensteinen-Konzept, wobei wir hier in der Zwischenzeit schon sehr agil vorgehen. Das Wichtige ist, Sie bekommen auf die Art und Weise sehr schnell einen Nutzen aus der Plattform und abhängig davon, ob das on Cloud oder on-premise ist, haben Sie nach wenigen Wochen oder nach wenigen Monaten schon das Projekt entsprechend umgesetzt. Dazu ist es notwendig, dass wir Ihre Mitarbeiter schulen und dass wir, wenn es dann in Richtung produktiver Nutzung geht, Sie auch weiterhin unterstützen. Gibt es also den netten Begriff Hypercare. Wenn dann das Projekt abgeschlossen ist, beginnt es eigentlich von neuem wieder. Einerseits stellen wir sicher, dass der Betrieb nicht unterbrochen wird, dass Ihre Server laufen. Wenn es eine Cloud ist, müssen wir auf das nicht achten. Aber wir schauen, dass Ihre Mitarbeiter kontinuierlich auf dem neuesten Stand sind durch entsprechende Trainings und analysieren, wie weit es Möglichkeiten gibt, durch weitere Projekte im Sinne von Erweiterungen der Plattformnutzung weiteren Nutzen für Sie zu generieren. Wir haben in Österreich 4 Standorte und betreuen dadurch, dass wir eine Reihe von internationalen Kunden haben, auch deren Niederlassungen weltweit, sowohl also innerhalb der Europäischen Union, aber auch in Übersee oder China oder Indien. Und das führt dazu, dass wir seit kurzer Zeit eine Allianz gegründet haben, die sogenannte 3DX Alliance. Dazu später dann noch weitere Informationen. Diese Allianz besteht in Zentraleuropa und umfasst diese Partner von der SO-Systems. Wie gesagt, dazu später mehr. Wichtig ist es natürlich auch, dass man als Unternehmen einen starken Partner hat. In unserem Fall ist es die Firma der SO-Systems. Vielleicht wissen Sie, dass der SO-Systems in der Zwischenzeit das zweitgrößte Softwarehaus Europas ist. Mit 20.000 Mitarbeitern, mit 140 Nationalitäten. Es gibt 270.000 Kunden und ja, wie gesagt, 300 davon betreuen wir in Österreich. Es werden 11 Industrien adressiert. Natürlich sind da die ganzen fertigenden Industrien dabei. Es gibt mehr als 25 Millionen Anwender, die also die Lösungen von Dassault Systems nutzen. Und es gibt also neben den Brands, die Sie vorher gesehen haben, wie CATIA, SolidWorks, Zenobia und so weiter, gibt es noch weitere, die in jüngster Zeit dazugekommen sind, adressieren Bereiche wie die Landwirtschaft oder Kommunen, also Städte oder auch die Medizintechnik. Ja, und dann gibt es noch ein paar weitere interessante Zahlen, wie zum Beispiel einen Umsatz von 4 Milliarden Euro. Und das ist also doch also schon eine recht schöne Zahl. Gut, jetzt ein paar Worte zur 3DX Alliance. Wer gehört dazu? Die Firma Schwind in Deutschland, die Firma IBS in Polen, die Technodat in Tschechien und der Slowakei, CatDerf in Ungarn, die Firma Helbling in der Schweiz und EBM, wir in Österreich. Hier die Geschäftsführer. Und wie ist das eigentlich entstanden? Eigentlich wurde die 3DX Alliance vor 6 Jahren schon gegründet. Allerdings auf der Basis einer losen Zusammenarbeit im Sinne einer Gentleman Agreement mit Handschlagqualität. Wir haben vor 2 Jahren begonnen, die Zusammenarbeit zu intensivieren in verschiedenen Bereichen und sind vor einem Jahr in Gespräche mit Dassault eingetreten, wie denn eigentlich eine Allianz aus der Sicht von Dassault wahrgenommen wird. Und das Ganze hat darin gemündet, dass wir am 14. September dieses Jahres im Rahmen des 3D Experience Forums in Darmstadt die 3DX Alliance ganz offiziell vorgestellt haben. Die Frage war an der Stelle jetzt, wie können wir diese Zusammenarbeit verbessern, wie können wir größere Unternehmen adressieren, wie können wir mit gemeinsamem Wissen auch lokal am Standort in die Projekte hineingehen, mit kulturellem Support, mit lokalem Support, aber trotzdem mit einer gemeinsamen harmonischen Arbeitsweise. Und das war die Idee, dass wir gesagt haben, okay, wir gründen die 3DX Alliance und
nützen die 3DX Alliance, um alle unsere Ressourcen quasi auch zu sharen. Zum einen durch unseren Partner, durch die Firma Schwind, die uns systemseitig betreut. Zum anderen natürlich, weil das Programm vollgespickt ist, voll wichtigen Themen, die, denke ich, uns alle in der Zukunft beschäftigen wird. 3D Experience ist die Kernplattform für unsere Produktentwicklung, die mechanische Konstruktion. Circa 1200 Anwender arbeiten damit weltweit an über 20 Standorten und damit das Herzstück unserer mechanischen Konstruktion. Also ich denke, es ist hochinteressant, insbesondere weil die Anbieter aus verschiedenen Ländern auch kommen. Aber wir sind auch sehr international aufgestellt und da gemeinsam, dass nicht jede einzelne Firma für sich da, ich sag mal, massivst aufbauen muss, sondern eben dann über die Allianzen sich europaweit Verstärkung holt, ein sehr gut gelungener Ansatz. I already met some interesting people, so half of my expectations are fulfilled. And get to know about new trends, about new methods, new tools, and maybe some software tools which we can use in our today everyday world. Wir haben gemeinsam Ressourcen, wir können gemeinsam darauf zugreifen und die Kunden haben im Endeffekt eine gemeinsame Strategie, haben Partner in ihrem lokalen Land, die aber alle nach demselben Schema arbeiten. Jetzt werden Sie sich fragen, was ist eigentlich der Nutzen für Sie, also unsere Kunden? Aus dieser Allianz. Ja, Sie haben Zugriff auf 30 Jahre und mehr Erfahrung im Bereich Produktentwicklung, Unterstützung, wie Sie Ihre Produkte auf den Markt bringen, wie Sie sie simulieren können, wie Sie sie optimal entwickeln können. Wir sind insgesamt mehr als 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich ausschließlich mit den Lösungen rund um die 3D Experience Plattform beschäftigen. Diese Plattform bietet natürlich die Möglichkeit, in die Unternehmensprozesse eingebunden zu werden, beziehungsweise diese abzubilden und Schnittstellen zu anderen Lösungen im Haus zu realisieren. Und das erfordert entsprechende Qualifikationen. Diese Qualifikationen weisen wir nach durch mehr als 300 Zertifizierungen, die wir bei Dassault Systems und anderen Lösungspartnern abgewickelt haben. Sie bekommen eine umfassende Kompetenz aus einer Hand. Wir setzen auf einheitliche Standards innerhalb dieser 6 Partner und wir haben Kompetenzzentren gegründet, die es ermöglichen, dass wir unterschiedlichste Aufgabenstellungen mit einer entsprechenden Kompetenz durch Mitarbeiter, die sich auf genau diese Themen konzentrieren und fokussieren, abbilden können. Wir garantieren dadurch eine auch einfache Abwicklung, wenn es um internationale Projekte geht. Trotzdem haben Sie den Vorteil eines lokalen Supports im jeweiligen Land und in der jeweiligen Landessprache. Ich hoffe, diese Vorteile sind auch für Sie von Bedeutung. Nun folgt noch eine Grußbotschaft von Ralf Seidler, einem der Gründerväter der 3DX Alliance, stellvertretend für alle anderen Mitglieder der 3DX Alliance. Liebe Gründer, sehr geehrte Gäste und Kunden des EWM Technologietages. Mit der Gründung der 3DX Alliance haben unsere Unternehmen einen wichtigen Meilenstein in der Historie gesetzt. 6 Partner von Dassault Systemen haben sich entschieden, ihre Methoden, ihre Ressourcen, Werkzeuge und ihre Qualitätssicherungssysteme auf höchstem Level zusammenzuführen. Unser Ziel ist es, im 3D Experience alle Bereiche zu unterstützen. Dafür benötigen wir die entsprechenden Ressourcen und die entsprechenden Werkzeuge und die entsprechenden Partnerschaften. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen in kleinen und in großen Projekten. Kommen Sie auf uns zu. Die Firma EBM und die anderen Partner der 3DX Alliance stehen Ihnen gerne zur Verfügung. Vielen Dank und ich wünsche Ihrer Veranstaltung viel Erfolg.
So viel zur 3DX Alliance. Und nun folgt nicht auf der Agenda, aber für Sie vielleicht trotzdem von Bedeutung, ein Punkt, der sehr kurzfristig für uns bekannt geworden ist, nämlich es wird von der SOS Systems für das Jahr 2023 eine neue Möglichkeit der Ausbildung im Unternehmen geben. Und warum wir das heute schon präsentieren, hat einfach den Grund, dass es durchaus denkbar ist, dass bei Ihnen vielleicht gerade jetzt Überlegungen anstehen in Richtung Ausbildung im eigenen Unternehmen. Und dieses Angebot, das es offiziell ab 2023 gibt, können wir Ihnen aber auch heute schon machen in entsprechend ausgewählten Fällen. Also kommen Sie auf uns zu. Ich werde Ihnen auch gleich erklären, worum es geht. Die Ausbildung für die 3DX Alliance, also für die 3D Experience, ist also eine sehr vielfältige. Sie ist multidisziplinär. Sie erfolgt in der Cloud und sie erfolgt auf der Basis von Zusammenarbeit. Und diese Ausbildungsmöglichkeit in der 3D Experience ist sehr umfassend, adressiert in der Zwischenzeit nahezu alle Bereiche, die es im kommerziellen Umfeld als Lösungen gibt. Und im heurigen Jahr sind dazugekommen so Themen wie Katia Magic oder Biovia. Was bedeutet das nun für Sie? Weil die Komplexität im Alltag ständig steigt, ist es notwendig, dass die Ausbildung der Mitarbeiter, aber auch, also der bestehenden Mitarbeiter, aber auch der zukünftigen Mitarbeiter auf einem möglichst hohen Niveau erfolgt und auf einer Basis, die also sehr viele Möglichkeiten bietet. Und wenn Sie sich vorstellen, dass Ihre Mitarbeiter heute sich mit Themen wie Material, mit Composites, mit Systems Engineering oder additiver Fertigung beschäftigen müssen oder dem Thema Nachhaltigkeit, dann werden Sie sicher schon festgestellt haben, dass oft gar nicht die Zeit besteht, um hier also möglichst schnell dieses Wissen aufzubauen. Und hier hat der SOS Systems die Schlussfolgerung gezogen, dass das, was auf den Schulen und auf den Universitäten sich bewährt hat, nämlich die 3D Experience for Academics, dass diese nun auch für kommerzielle Unternehmen verfügbar gemacht wird. Wie sieht das nun im Detail aus? Vielleicht kennen Sie das schon, es gibt schon bisher die Möglichkeit einer betrieblichen Ausbildung, die wird dadurch unterstützt, dass also Unternehmen Pakete, wie sie schon vorhanden sind, von der SO über uns beziehen können. Die Kosten dafür liegen im Bereich von 50% der jährlichen Kosten eines kommerziellen Produktes. Und Sie können das für die interne Ausbildung verwenden und die dabei entstandenen Daten haben kein Wasserzeichen, können also im Unternehmen weiterverwendet werden. Der Preis ist nicht niedrig. Das ist auch der Grund, warum es also nicht sehr oft genutzt wird. Und das, was wir jetzt neu Ihnen anbieten können, ist die 3D Experience in der Cloud. Das heißt, Sie brauchen also keine Infrastruktur zur Verfügung stellen. Es ist das akademische Paket, das zur Verfügung steht und entsprechend sehr umfangreich ist. Und Sie können, um das einfach einmal zu positionieren, Sie können 10 Anwender, zum Beispiel für die mechanische Konstruktion, mit Kosten von 804 € für ein Jahr zur Verfügung gestellt bekommen. Der einzige Haken, wenn man so will, ist der, diese Daten haben ein Wasserzeichen und können nicht in die normale Nutzung innerhalb des Unternehmens einbezogen werden. Aber das bedeutet, Sie können also diese Möglichkeit nicht nur dafür nutzen, dass Sie hier Ihre Mitarbeiter ausbilden, also neue Mitarbeiter ausbilden, sondern Sie können das auch zum Beispiel verwenden, um neue Themen in der 3D Experience kennenzulernen und auf die Art und Weise eine Entscheidungsgrundlage herbeizuführen, ob Sie in einem bestimmten Bereich die Möglichkeiten der 3D Experience zusätzlich nutzen. Sollten Sie also hier Fragen haben, kommen Sie gerne auf uns zu. Wir beraten Sie gerne. Gut, gibt es Fragen von Ihrer Seite? Dann stehen wir gerne zur Verfügung. Günther, von meiner Seite danke mal für 2 Vorträge. Günther hat uns jetzt 2 Vorträge gehalten, die für mich und hoffentlich für Sie auch sehr, sehr spannend sind. Von meiner Seite gibt es Fragen zu dem zweiten Angebot jetzt. Also das klingt ja
sehr spannend. Vielleicht auch so, dass das Unternehmen jetzt die Möglichkeit haben, Software zu testen auf eine andere Art wie bisher. Genau, es ersetzt, das heißt, das ist, wenn man so möchte, kann man sagen, es ersetzt die bisherige Testmöglichkeit, weil die Nutzung auch auf ein Jahr verlängert ist und nicht nach 3 Monaten endet. Ja. Man muss nur aufpassen, die Daten, die dabei produziert werden, haben eben ein Wasserzeichen. Aber im Endeffekt ist es ja so, wenn ich etwas testen möchte, dann hat es ja den Testcharakter und es sollte ja nicht für eine produktive Nutzung verwendet werden. Also insofern ist das keine Einschränkung, sondern insgesamt eine deutliche Ausweitung der Möglichkeiten. Und wenn man die Kosten sich ansieht, also 804 Euro für 10 User, ist ja fast geschenkt. Ja. Das heißt, habe ich Lehrlinge, die produktiv mitarbeiten sollen, wähle ich Variante 1. Korrekt. Habe ich Lehrlinge, die einfach herumspielen oder ich was testen will, wähle ich Variante 2. Korrekt, okay. Genau. Ja, danke. Cool. Ja. Sehr cool. Gerne. Allianz, ganz ein spannendes Thema. Ich glaube, da haben wir etwas eröffnet Anfang September, das noch viele Möglichkeiten bieten wird, wo wir einfach die Ressourcen ausnutzen. Sehr interessant, sicher auch für die Kunden. Mhm. Welche Anwender gibt es jetzt in diesem internationalen Bereich? Wenn Sie da Fragen haben, ja, bitte auf uns zukommen.